Er soll in der kommenden Spielzeit noch viel mehr Bedeutung bekommen. Der Habibi-Kiosk der Münchner Kammerspiele. Hier strömt alles rein und raus, was Kultur ist, heißt es auf der Webseite. Der Habibi-Kiosk soll noch mehr ein durchlässiges Fenster direkt in die Kammerspiele werden. Der Eingang ist direkt an der Maximilianstraße. Gestartet ist das Projekt bereits vor rund 2 Jahren. Der Habibi-Kiosk ist immer schon von Beginn an als Langzeitprojekt gedacht gewesen. Wir haben ja die Theaterkasse hier rausgeholt und eben den Habibi-Kiosk reingebaut. Und haben eben anfangs überlegt, wie schafft man es in Zeiten von Pandemie, einen Ort der Begegnung zu schaffen. Haben uns sehr stark auf digitale Formate fixiert am Anfang. Und langsam nach und nach beginnen wir, diesen Ort zu öffnen. Und warum langfristig? Weil ich und unser Team hier am Haus fest daran glauben, dass die Begegnung mit einer Stadtgesellschaft, mit den Menschen hier vor Ort ein langfristiges Unterfangen ist und gepflegt werden muss. Also Netzwerke aufbauen, in Austausch gehen mit den Leuten, sie wirklich kennenzulernen. Und der nächste Schritt ist eben, die Kunst der Menschen aus dieser Stadt, deren Kulturen und Gedanken hier an diesen Ort zu holen. Aber auch internationalen Künstlerinnen und Künstlern ein Forum zu geben. Sulava Hijazi zum Beispiel war die erste Künstlerin, die ihre Werke im neuen Habibi-Kiosk der Münchner Kammerspiele zeigen durfte. Geboren und aufgewachsen ist sie in der syrischen Hauptstadt Damaskus. Zwar war damals der neue Raum der Begegnung noch wegen Lockdowns geschlossen, doch der Titel der Ausstellung lautet Through a Window. Das heißt, man konnte hier in der Maximilianstraße einfach draußen stehen bleiben und durch die Fenster reinschauen. Zu sehen waren digitale Kunstwerke, die sich mit verändertem Blickwinkel ebenfalls veränderten. When I got invited to Habibi Kiosk, first I liked a lot the idea of having this open room belong to a theater. Als ich in den Habibi-Kiosk eingeladen wurde, fand ich es toll, hier in den Räumlichkeiten ausstellen zu dürfen, die zu einem Theater gehören, die aber auch offen sind für visuelle Kunst, Video und Audio. Ein Schauplatz also, der offen ist für Experimente. Gina Penskofer baut ihr Büro in den Kiosk rein. Die künstlerische Leiterin steht für alle kreativen Anregungen der Besucherinnen und Besucher zur Verfügung. Es wird weiterhin bleiben, dass wir interdisziplinär arbeiten, verschiedene Ausstellungen, kleine Performance, Diskursformate. Ich möchte gern Kooperationen eingehen mit verschiedenen Residenzprogrammen hier vor Ort, München, im Bayerischen Wald unter anderem auch. Und der große Fokus liegt darauf, Leute hier vor Ort lokal, national und international zu verbinden. Der Habibi-Kiosk sieht sich als wichtige Ergänzung zu den 3 Theatersälen der Münchner Kammerspiele.